Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Notruf 112-2, die Feuerwehrsimulation oder die Feuerwehrsimulation 2. Könnt ihr euch aussuchen. Ja, wir haben heute einen kleinen PKW-Brand. Ich weiß, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Aber ich möchte heute einfach noch mal ein bisschen, ne, mit euch ein bisschen quatschen über Notruf 112-2. Aktuell kennen wir ja eigentlich schon alle Einsätze. Das heißt, wir hatten Containerbrände ohne Ende, die letzte Folge zum Beispiel. Wir hatten Verkehrsunfälle, davon hatte ich jetzt gerade drei oder vier hintereinander komplett. Muss aber auch dazu sagen, ich habe immer wieder auf Weiterspielen gedrückt. Also sprich, ich hatte einen Einsatz beendet und dann kam quasi der nächste mit einem weiteren, beziehungsweise dann halt, habe ich auf Weiterspielen gedrückt, anstatt auf Neues spielen und Co. Und ja, das hat dann quasi dazu geführt, dass ich immer wieder von vorne anfangen durfte. Naja, beziehungsweise, dass ich jetzt von vorne anfangen durfte. So, Mensch, jetzt muss ich mich mal ein bisschen aufs Fahren konzentrieren hier. Aber wir sind wieder am selben Ort wie sonst immer auch. So ein Mist aber auch. Finde ich gar nicht schön. Also, VU, beziehungsweise nicht VU, sondern PKW-Brand ist hier anscheinend immer wieder an derselben Stelle. Oh, das geht aber sehr stark. Dann machen wir mal einen Screenshot von. Es geht aber sehr stark in dieses Haus rein, ne? Also, als ob dann so ein Rauchabzug wäre. So. Ne, Motor lass es dann mal anlassen. Jetzt geht der Motor nicht mehr an. Doch, geht er. So, ach so, Moment. Entschuldigung, ich habe euch vergessen zu sagen, hier absitzen, Ortsbegehung, Straße absichern, Fahrspur absichern. Bam. So. Ja, ja, ich weiß, ich muss hier nochmal sowieso mal was drücken. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen bezüglich des PKW-Brandes, damit es sich nicht so schnell ausbreitet. Das ist eigentlich immer unser Ziel, aber aus einem mir unbekannten Grund schaffen wir das meistens nicht. Wir werden das auch mal DKI machen lassen, sprich Brandbekämpfung, Löschwassereingang und Löschangriff, Schnellangriffsvorrichtung. So, mal gucken, was die jetzt machen. Ich weiß gar nicht, um was ich mich kümmern muss, aber werde ich ja gleich sehen. Dann werden wir gleich mal das... Ja, bisher ist es bloß der Motorraum, der sich tatsächlich so ein bisschen ausbreitet. So, hier haben wir dann die Pumpe starten. So, sehr schön. Und wir sehen hier auch, wie viel Wasser wir drin haben, rein theoretisch, ne? Also daher ist ja alles gut. Heckabsicherung, Scheinwerfer, Umgebungsbeleuchtung. So. Jetzt redet er mit dem. Och Mensch. So wie wir das immer machen müssen, ne? Aber eigentlich ist er hier unser Meister hier dafür verantwortlich. Verstehe ich nicht, warum er das nicht macht. Ja. Wir beobachten das Ganze heute aus der Position. Ja, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ist ein bisschen laut. Komischerweise. Ich habe nichts verändert. Bis auf, dass ich gerade einen sehr spannenden Bug hatte, tatsächlich. Und zwar ging es darum, ich hatte ja die Pol zur Einsatzstelle bestellt, bei dem Containerbrand. Und die hatte ich vergessen gehabt, letztendlich. So, und da bin ich rausgefahren aus der Einsatzstelle. Und hab dann die Pol stehen sehen und hab dann natürlich gesagt, ach, okay, mach mal die auch noch, ne? Schicken wir die auch noch zurück, sonst bleibt die ja bis nächste Woche Donnerstag da stehen. Wäre ja auch nicht so Sinn der Sache gewesen. Ja, wie gesagt, war dann so, habe ich gemacht, habe ich drauf gedrückt, habe dann wieder zurückgewechselt, sprich wieder Leertaste gedrückt und plötzlich stand das TLF in der Wache schon drinne und die Leute sind schon ausgestiegen. Total creepy, also sind ausgestiegen und haben schon die Türe zugemacht und erst dann habe ich quasi wieder übernommen.
Also entweder habe ich so lange gebraucht, um auf Abrücken zu drücken bei der Pol oder keine Ahnung. Also ich habe es leider auch nicht mit aufgenommen, sonst hätte ich das super gerne noch mit eingeschnitten. Aber es ist mir tatsächlich entflogen, dies aufzunehmen. Daher war das dann am Ende ein bisschen blöd. Ja, hier, der Rauch wurde weniger, er hat sich langsam gelichtet. Wurde auch langsam weißer, aber es wird wieder mehr, so habe ich das Gefühl. Und es scheint ein sehr windiger Tag zu sein, auch wenn sich die Bäume hier absolut gar nicht bewegen. Ach, manch, manch, manch. So. Wunderschön. Ja, mal gucken, ob er das schafft. Sollte er das in den nächsten 30 Minuten nicht geschafft haben, dann werde ich natürlich auch mit eingreifen. Keine Frage. Aber der Rauch wird weniger. Die Hitze, ja, die ist noch ein bisschen vorhanden. Aber das kriegen wir auch hin. Ich denke mal, das hat er jetzt auch gleich geschafft. Ich meine, man hat ja die Rauchentwicklung am Anfang gesehen. Meine Güte, ist das ein schweres Wort. Und daher gehe ich mal davon aus, oder sehr, sehr stark davon aus, dass das alles gut gehen wird. Ich muss ja sagen, dieser Feuerwehrmann hat eine sehr schöne... Moment. Hat sehr schöne blaue Augen. Also muss man ja schon mal so gesagt haben. Aber was jetzt hier tatsächlich noch Sache ist, was wir jetzt hier noch machen müssen, keine Ahnung. Ich warte jetzt. Ich möchte, wie gesagt, eigentlich nicht eingreifen. Wie gesagt. Nein, aber im Ernst. Ich möchte da jetzt nicht eingreifen. Ich möchte eigentlich, dass die KI diesen Einsatz ja auch mal komplett selber ablöschen kann. Aber das ist halt auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Klar, er kühlt jetzt schön den Motorraum und da hat es ja jetzt gebrannt. Also das Auto steht da glücklicherweise noch nicht unter Vollbrand. Da verstehe ich nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ja, sieht doch ganz gut aus. Muss man ja wirklich einfach mal sagen. Ich hatte das ja schon eher öfter, dass das Auto auf einmal dann, wo wir angekommen sind, zur Hälfte gebrannt hat und am Ende hat es dann komplett gebrannt. Naja, war da natürlich nicht so schön. Aber ja. Aber ich sehe schon kommen, ich glaube, wir müssen eingreifen. Wenn ich hier die Minute 20 angebrochen habe, da habe ich dann ungefähr, ich würde sagen, ja, 8, 9 Minuten Aufnahme. Dann würde ich tatsächlich super gerne selber eingreifen. Um dann einfach mal zu schauen, was dann überhaupt noch brennt. Ich möchte aber auch einmal, das werde ich dann bei dem nächsten Containerbrand machen oder bei dem nächsten PKW-Brand in dem Falle, möchte ich das einmal mal komplett brennen lassen über einen längeren Zeitraum hinweg. Um einfach mal zu sehen, okay, funktioniert das jetzt oder funktioniert das jetzt zum Beispiel nicht? Also brennt das Fahrzeug komplett aus und man kann es halt nicht mehr retten. Gut, das ist jetzt auch nicht mehr zu retten, aber ich meine halt eben, oder ja, geht das halt nicht. Oder ist es dann irgendwann immer noch am Brennen? Sprich, eine halbe Stunde später brennt das halt immer noch, obwohl das Fahrzeug schon dreimal ausgebrannt ist. Das würde ich tatsächlich super gerne mal erfahren, aber mal gucken, ob ich das wirklich mal mache. Ja. In so einem Einsatz werde ich aber demnächst auch mal nur hinterherfahren. Sprich, ich werde absolut gar keine Einheit steuern. Bis auf den Führungsassistenten, aber da werde ich hier mit dem kleinen Fahrzeug da hinterherfahren. Um einfach mal zu schauen, ob das tatsächlich dann auch so funktioniert. Rein theoretisch dürfte es ja ganz ohne Probleme funktionieren. So. Also dieses Motorgeräusch, das ist also hier dieses Pumpengeräusch ist Geräusch.
ich und meine Aussprache manchmal. Dieses Pumpengeräusch ist schon sehr nervig. Was macht er da? Ich habe jetzt gerade das Wasser natürlich ein bisschen runtergestellt. Was passiert denn da jetzt? Okay. Ich kann das leider so nicht sehen. Das sieht ja sehr interessant aus. So, stellen wir das jetzt wieder nach oben. Hat er wieder einen richtigen Strahl drauf. Mann, 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 Mann. Ja, solche Dinge muss man aber auch mal herausfinden, ne? Dann spritzt er quasi, wenn ich das runterstelle. Was man ja durchaus mal machen kann. Dann sieht es so aus, als ob er aus seinem Kopf rausspritzt. Toll, jetzt löscht er sich selber. Mensch, er soll doch das Auto löschen. Es ist schon irgendwie cool, muss man ja schon mal so gesagt haben. Ach, Mann, 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 Mann. Es wird Zeit, dass er hier langsam mal was macht hier. Menschenskinder, löscht das Feuer doch einfach. Guck mal, es qualmt doch schon kaum noch. Okay, ich glaube, die Zeit ist erreicht. 21 Minuten nehme ich jetzt quasi schon auf. Die Zeit ist erreicht. So, ich werde mal übernehmen. Was wir natürlich jetzt machen können kurz, ist den kurz nehmen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier ein Brecheisen haben. Wir haben sogar eine Schmutzwasserpumpe hier drauf. Ist ja super interessant. Ach, jetzt haben wir es gelöscht. So ein Mist aber auch. Ich wollte doch jetzt hier das Brecheisen holen, wenn ich wüsste, wo das ist. Hier auf jeden Fall nicht. Ich wollte das Brecheisen holen. Wo haben wir denn das blöde Brecheisen? Trennschleifer? Motorenkettensäge? Ein Hammer. Gut, vielleicht funktioniert das auch mit einem Hammer. Hier die Scheiben einschlagen. Ne, funktioniert nicht mit dem... Okay, er macht keine Bewegung, aber der Sound kommt. Das ist gut, das gefällt mir. Bereitstellungspläne. Hier mal das. Wir gucken jetzt einfach mal hier, um irgendwo mal herauszufinden, wo wir hier so ein blödes Brecheisen haben. Ich weiß, dass wir hier eins drauf haben, aber ich weiß leider nicht wo. Machen wir mal das Schubfach auf. Aber hier ist, glaube ich, alles bloß zum Löschen drin, oder? Jo, da ist bloß was zum Löschen drin. Rettungszylinder, Schwelleraufsatz. Schafft eine stabile Auflagenfläche für die Verwendung eines Rettungszylinders. Okay. Gerätefach öffnen. Irgendwo muss doch was sein. Mensch. Na, hier haben wir doch was. Na, das sieht doch nach was aus, Mensch. Gut, da weiß ich ja in Zukunft, wo es ist. So. Hoppala. Schade. Ich kann hier gar nicht... Toll. Ich kann hier gar nicht die Scheiben einschlagen. Ich weiß, dass es mal ging. Aber anscheinend geht das gerade nicht mehr. Schade. Vielleicht habe ich das falsche Werkzeug. Besen, Bolzenschneider. Haben wir nicht noch hier irgendwo sowas wie... Ah, haben wir nicht. Schade. Gut. Dann würde ich sagen, gehe ich wieder zurück zu meinen Maschinisten. So, und sage zusammenpacken. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt muss ich da hinrennen. Jetzt muss ich natürlich noch die Pumpe ausmachen. Nein, ausmachen, hatte ich gesagt.
So, wir bleiben jetzt einfach mal hier dran stehen, um zu gucken, ob die KI das auch soweit alleine macht. Das Ding ist halt eben, wenn man hier zwischendurch eingreift, dann passiert das ganz gerne mal, dass wir halt nichts weiter machen können. Dass quasi, dass die Rolltore nicht mehr zumachen und danach sieht es quasi auch gerade aus. Oder nee, das funktioniert. Doch, das geht. Oh, das freut mich. Doch, diesmal hat es tatsächlich funktioniert. Aber das, was ich rausgeholt habe, muss ich schon selber zumachen anscheinend. Ja, fein macht er das. Ihr seid die Besten. Jetzt muss ich mich strecken und meine Zauberkräfte spielen lassen. Ach, Menschenskinder. Und das hier finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man das hier halt nutzen kann. Also, das mag ich. So, und dann können wir schon abrücken, ne? So, perfekt. Mensch, so einfach geht es. Die haben zwar die Straße gar nicht abgesichert, glaube ich. Oder war da was? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe das nicht für wahrgenommen, zumindest. Schade. Aber ich habe doch drauf gedrückt, ne? Doch, eigentlich schon. So, fahren wir mal nach Hause. Machen wir mal hier, seitliche. Was? Okay, ja, gut. Dann habe ich halt noch nicht die Tür zugemacht. Ist auch in Ordnung. Mann. Schlimm sowas hier. Hier ist nur 40 erlaubt. So, und ein Stoppschild. Na, da muss man auch stoppen. So, brav machen wir das. Ja, aber eigentlich muss ich schon sagen, das Spiel hat sich dahingehend schon, ja, spielbarer gestaltet. Die Fahrphysik ist deutlich besser geworden, also hat sich um 180 Grad gedreht, auf jeden Fall im Gegensatz zum Anfang. Das finde ich sehr, sehr gut. Das Verhalten der KI hat sich ein Ticken verbessert jetzt auch. Also, es bleibt nicht mehr stecken, da hatten wir ja auch einmal den Unfall. Diese Fehler tauchen noch auf mit der Textur, dass die manchmal verschwindet. Warum auch immer. Ich denke mal, das können sie auch selber noch nicht so wirklich sagen, woran das liegt. Das ist genauso wie die Performance manchmal. Dass es halt zwischendurch FPS-Einbrüche gibt, die halt eigentlich gar nicht da sein dürften. Ja, naja, es ist jetzt aber auch nicht weiter dramatisch, denke ich. Hoppala. Oh Gott, was passiert hier? So, ja. Also, mal gucken, was in Zukunft noch so reinkommt. Also, es ist auf jeden Fall schon deutlich spielbarer geworden. Es gibt noch viele Fehler, ja, muss man einfach so sagen, wie es ist. Wobei, so viele sind es wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Aber es gibt halt eben noch Fehler und die können auch teilweise spielentscheidend sein. Ja, das muss man halt leider auch sagen. Aber halt der Großteil, der funktioniert super. Also, da kann man sich gar nicht drüber beschweren, tatsächlich. So, wunderschön, und das war's ja dann sogar schon. Hier, wir sind angekommen, das hat alles soweit gut funktioniert. Die Sound-Sachen sind teilweise nicht richtig zugeordnet anscheinend. Also dieses Geräusch hier vom Ausziehen und Anziehen, das hat man ja gerade eben einfach so gehabt. Ja, also ich sag mal so, wie es ist. Es macht schon Spaß, das Spiel. Die Fehler, die noch da sind, sind jetzt, ja, mir persönlich noch nicht aufgestoßen, beziehungsweise für mich noch nicht spielentscheidend gewesen. Ja, aber gewisse Dinge haben sich einfach hier noch nicht so geändert, implementiert, beziehungsweise haben sich jetzt noch nicht so, ja, verschlimmbessert. Hier, die Textur hiervon finde ich immer noch sehr blöd. Also das müssten sie vielleicht wirklich nochmal ändern. Aber das wird von der Prioritätenliste ganz unten sein, solche Sachen. Genauso mit dem Blaulicht. Das wird zwar deutlich weiter oben sein als das hier, aber ja, so vom Spielspaß her ist das Spiel schon deutlich besser geworden.
Ja, ich spiele jetzt seit, ja, roundabout 2 Stunden keine einzigen Lags mehr. Das heißt, diese Lags, die zwischendurch mal auftauchen, wo man dann auf einmal nach oben guckt, die habe ich noch. Gerade am Anfang des Spiels oder beim Einsatz habe ich die noch, oder beziehungsweise beim Einsatzstart habe ich die noch relativ häufig. Aber sonst im Großen und Ganzen habe ich ja die großen Lags nicht mehr. So nach dem letzten Update hatte ich sie noch. Da hatte ich sie sogar wieder vermehrt, aber jetzt gerade gar nicht mehr. Finde ich nicht schlecht, finde ich ganz cool. Ja. Das hier mit der Sonne, beziehungsweise mit dem Licht hier, das müssten sie vielleicht auch nochmal ändern. Hier sieht man leider dann auch ein bisschen, naja, die Texturen allgemein, die dann halt eben so sind, wie sie sind. Ja, mal gucken. Ich bin mir sicher, dass das Spiel besser wird, aber ja, mal sehen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Euer Labiton X. Ciao. Mit V.